Ja, dann herzlich willkommen hier in der Detmo-Runde bei Factorio. Läuft jetzt endlich flüssig, dank den 4 GB von der Grafikkarte. Und heute dabei der Feuerspringer. Hallo. So. Ja, würde ich sagen, fangen wir mal an. Du wolltest Strömchen machen, ne? Genau. Gut, dann denke ich mal, wirst du auch gleichzeitig dich um die Kohle kümmern. Dann gehe ich nämlich wohl schon mal hoch zum Eisen. Alles klar. Und dann gucken wir mal. Ist das so wieder am Arsch der Welt? Nein, gar nicht. Das ist hier. Oh, das ist mitten im. Gut. Bäume schlagen. Braucht man eh. Wie war denn das jetzt nochmal? Auf E! Kommen da immer durcheinander mit den ganzen Spielen, das ist echt schlimm. Die haben die Grafiken geändert. Genau, wir sind in der 15.4 in der. Ja, wie sagt man so schön? In der Beta. Ne? Also. Stable, unstable. Eine Experimental Version. Ja. Ja, bin mal gespannt, wie weit wir diesmal kommen. Wie hast denn du die Einstellung gemacht? Welche Einstellung? Vom Spiel? Ich habe alles ganz normal gelassen. So wie es ganz am Anfang war und ressourcenreich haben wir ausgewählt. Monstertechnisch, die greifen an, oder was? Die greifen an, genau. Sehr schön. Damit das wenigstens kuschelig wird. Ich hasse das, wenn die Ressourcen im Wald verbaut sind. So, bauen wir jetzt den hier erstmal hin. Mit. Er war das. So. Kiste gezimmert. Verbrate ich auch gleich dann erstmal die ganzen. Ganze Holz. So, hat er das jetzt genommen? Ja, ah, da. Gut. Jo. Denke mal. Also beim letzten Mal oder die letzten Male hatten wir ja mal Platzprobleme, ne? Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann diesmal hinkriegen. Weil ich meine, bisher ist das ja immer gescheitert, wenn es hieß, wir nehmen uns Platz, wir nehmen uns Platz. Das hat ja trotzdem nicht gereicht, ne? Ja, nach der Hälfte war es dann wiederum mit Platz. Vielleicht sollten wir wirklich mal einen Kilometer Platz lassen zwischen den einzelnen Sachen oder sowas. Müssen wir zwei Meine, wir sind ja mehr. hier gerade am Wald, vielleicht, dass man das alles mal so, ja, im Prinzip so zwischen uns reinpacken, alles nach links dann, bis zum nächsten Wald. Joa. Ja gut, ich sag mal so, solche. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie großartig roden muss oder sowas, da kann man ja zwischen den Folgen mal machen. Das ist ja nicht so das Ding. Ist ja jetzt hier nur am Anfang, damit wir uns überhaupt erstmal ein bisschen Platz schaffen. Da müssen wir runter. Ich denke mal, es geht dann so auch. Ich bringe gleich schon mal ein bisschen Kupfer mit hoch. Ja, ich stelle hier noch eine Kiste hin. Schmeiße ich hier schon mal Eisen an. Also Kohle brauche ich erstmal nicht. Ich mache das hier oben erstmal alles mit Holz. Ich kriege ja jetzt genug. Ja. Die haben auch die Sounds überarbeitet, ne? Ja, die haben alles überarbeitet. Interessant, interessant. Was mir mal gerade einfällt. Ihr braucht euch nicht wundern, dass heute kein Panzerfahren kommt. Ja, cool.
Kollege ist irgendwie, keine Ahnung, wochenendtechnisch unterwegs. Haben wir nichts aufgenommen gekriegt. Also heute kein Panzer fahren, nur Factorio. Aber immerhin was. Außerdem was anderes. So, hier kommen wir durch. Hier brauchen wir nichts roden. Schön. Sieht denn das aus? Das ist ja richtig geil. Wenn man in der Karte jetzt nah ranzoomt, dann sieht man die richtige Map, ne? Ja. Das ist ja richtig praktisch. Ich hätte jetzt aber schon fast. Ja, wobei, nee. Naja, wird jetzt erstmal ein Provisorium. Wie haben wir das eigentlich dann später vor? Fahren wir mit den Zügen weiter weg oder nicht? Könnte man ja machen, ne? Also es wäre zumindest eine Option. Stein. Hast du schon Kommt Stein gleich gesammelt? hoch. Ja, ich komme gleich hoch zum Sehr Stein. schön. Ja, dann ziehe ich jetzt hier, dann mache ich jetzt schon mal erstmal Fließbänder, damit wir zumindest die Kohlelinie hochziehen können. Wie sieht das mit Strom aus? Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Eisen gleich sammeln, aber nebenbei hole ich dann immer Stein mit. Okay. Ja, Eisen ist in Arbeit. Boah, der speichert aber schnell hier mittlerweile. Ja. Ich finde auch allgemein, dass das ein bisschen runder läuft. Also gut, das mag jetzt auch vielleicht wirklich an der Grafikkarte liegen. Ich habe seitdem auch nicht weiter gespielt. Aber es ist definitiv besser. Das muss ich Vorher auf hat jeden man Fall immer einen sagen. Ruckmühlen drin gehabt, ne? Ja. Das auf jeden Fall. In der Kiste, Eisen für dich. Dann schlag ich mir noch mal ein bisschen Holz hier. Ich weiß noch, wo wir mit diesen ganzen Mods gespielt haben, mit dem Holz. Oh, ich konnte irgendwann kein Holz mehr sehen. Das war echt schwierig. Das stimmt. Bist ja fast verrückt geworden. Holz, Holz, noch mehr Holz. Ja, abgesehen davon müssen wir mal gucken, wie lange wir die Folgen machen dann, ne? Ja, ich denke mal so, irgendwas so zwischen 20 und 30 Minuten, das sollte reichen. Ja, das reicht ja auch. Ist ja lang genug dran. Jo. Ja, vor allem das Schöne ist, hier hast du keine Wartezeiten.
Hier bestimmst du das Tempo selber. Und wenn du dich einfach mal nur in die Ecke stellst und einfach nur mal guckst. So. Ja gut, hier ist ja auch gleich direkt Wasser. Das geht ja. Ja, am Anfang fehlt immer Eisen. Ja. Könnt ihr mal noch einen Ofen hinstellen. So. Ich muss mal einen Baum schlagen, ich habe kein Holz mehr. Kann man nebenbei gerade mal das Feld hier oben ein bisschen freilegen. Stimmt. So. Ich stelle jetzt erstmal noch Kisten vor. Ich war die falsche Taste. Dahin. Dahin. Machen wir es so. Dann läuft das, denke ich mal, besser. So, Strom kommt hoch. Sehr schön. Schon Saft drauf. Sehr schön. Mal für den Anfang. Ja. Also, was machst du gerade? Ich baue das jetzt hier noch um. Auf dem Band habe ich mir dann gedacht, führen wir dann die Kohle hoch, ne? Ja. Erstmal so. Nützt ja nichts. Mir fehlt gerade nämlich irgendwie so ein bisschen ja, sag schon. Ich weiß nicht, was du meinst. Eisen. Ach so, okay. Ja.
Das Übliche. Am Anfang normal. Ja, definitiv. Aber es brennt, das Eisen ist am Brennen. Ich muss gleich schon mal ein bisschen Eisen mit runternehmen und dann kann ich das die Kohle anstatt bringen. Ja, sehr schön. Das ist sehr gut. Also, das, was da drin ist, das kannst du dann erstmal haben. Ich hab erstmal. Ja, habe ich schon rausgeholt. Gut. Dann werde ich das gleich so ziehen, dass das wieder, dass das im Bogen jetzt erstmal läuft, damit die, damit da mehr Platz auf dem Band ist, ne? Lassen wir hier auch mal ein bisschen Platz drin. Dann können wir nämlich auf der Innenseite das Kohleband hochziehen. Und dann fangen wir hier an. Genau. Stehen geblieben hier. Wie viele Öfen stellen wir hin? Das weiß ich noch nicht, das werden wir mal sehen. Würde ich sagen, das machen wir davon abhängig, wie wir es brauchen. Kennst das doch. Wenn ihr direkt mal mit 20 Öfen planen. Das ist doch mindestens. Also, ich bitte dich. So viele Öfen müssen mindestens sein. Ja, komm, hier können wir noch einen schnelleren hinstellen. Haben wir zumindest die Eisenproduktion schon mal automatisiert. So. Dann
Dann brauche ich. Okay. Davon kann ich schon mal einbauen. So einen elektrischen Förderer. Ja. Stellen wir den mal hier hin. Noch nie? Haben wir auf jeden Fall auch Luft vom Stromverbrauch her. Wir brauchen als erstes ein bisschen Eisen. Jo, Eisen ist ja hier in der Mache. Ich stelle hier auch noch einen weiteren Ofen hin. Ja. Holz brauche ich ja auch. An Erz reicht das vollkommen. Dann nehme ich schon mal einen befeuerten weg. Ja, macht das. Gut. Hast du beim Kupfer jetzt schon irgendwie was gebaut? Nee, da habe ich bisher nur den Anfangsofen stehen, sonst noch nichts. Okay. Aber ich habe Kupfer dabei, wenn du brauchst. Nö. Also hier ist ja noch drin. So ist es ja nicht. Alles gut. Ja, ich mach schon mal die ersten Fläschchen. Ah ja, die brauchen wir nebenbei auch wieder. Ist mir mal gerade so eingefallen, wo ich die gesehen habe. Ja. Da war ja was. Ah, irgendwas war da. Das sieht doch hier schon alles gut aus. Ja, ein bisschen Eisen brauche ich noch. Dann kann ich das da anschließen. Na gut, langen Greif aber brauchen wir ja eh noch. Ja, also Kohle schließe ich jetzt gerade um, kommt gleich hoch. Kannst unten anschließen, ja? Ja. Okay. Das ist schon mal gut. Kann ich hier schon mal das Förderband legen? Ja, okay, ich muss hier den Bogen größer machen, das haut sonst nicht hin. Aber gut, da sind wir ja flexibel. Jeden Fall. So machen.
Gut, Kohle kommt an. Und dann müssen wir nur als erstes dann die langen Greifer machen und dann läuft das hier alles komplett automatisch. Ja, genau. Ich kann Teiler, ja. Fließbänder. Dann setze ich jetzt hier oben erstmal eine Kiste hin, wo ein bisschen einsammelt und alles ist gut. Ein bisschen Reserve schadet ja nicht. Nee, auf keinen Fall. So. Kohle läuft automatisch, Eisen läuft automatisch, das. Ja, hier bauen wir mit Puffer, das ist sehr gut. Ja, das sind ja die neuen Heizkessel, ne? Sehr interessant. Interessant, interessant. Schön, gefällt mir. Aber gut, alles Weitere sehen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja. Dann können wir das Kupfer machen. Jo. Muck wieder zu. Also, bis zur nächsten Folge. Bis Tschüssen. dann. Ciao.